Heute zieht der blasse Gustav reine Socken an, frisch gewaschen von Frau Schulz, bei der er wohnt. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, nimmt das Hemd aus Nylon, das er sonst so schont. Denn sein Sportverein, der Eintracht heißt, gibt heute einen Ball. An der Haltestelle von der Viererstraßenbahn trifft er Paula, seine sogenannte Braut. Die hat heute ihren himmelblauen Pulli an, den der Gustav ihr im Warenhaus geklaut. Denn sein Sportverein, der Eintracht heißt, gibt heute einen Ball. So gehen sie beide sehr vergnügt in das Vereinslokal, wo sie der Vorstand mit den Worten gleich begrüßt. Die werten Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der blasse Gustav ohne lange zu reden sein Taschenmesser hin, die Paula hat im Strumpfband noch eines drin. Da fängt mit Schwung und Elan ein schräger Jitterböck an, gespielt von Emil Papenhudes Golden Band aus Westend. Und mit Elastizität, auf die Paula so steht, schleift der Gustav sie sofort auf das Parkett. Es ist übervoll und heiß im Saal, denn der Sportverein der Eintracht heißt, gibt heute einen Ball. Der Pianist, der improvisiert, den Schlager reicht mir doch noch einmal deinen Mund. Beim letzten Ton hat er sich geirrt, worauf der Gustav sagt, das ist ein blöder Hund. Aber gleich nebenan steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Gustav nur gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der blasse Gustav hat ihm nämlich mal die Paula entführt. Er findet dieses sehr gemein, doch hasst er Schlägereien. Drum beißt er nur den Gustav in die Nase hinein. Unser Gustav ist platt, er weiß sich kein Rat, weil er's messerdummer Weißen der Garderobe liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser, wah, wah. Denn ihm fällt ein, die Paula hat ja auch ein Messer. Aha! Er gibt so wie ein alter Ringer seinem Gegner einen Schwinger. Durch diesen Schwinger fliegt der andere übers Tanzparkett. Doch beinahe gerade so schnell ist wieder er zurück. Er gibt dem Gustav einen Tritt, dass ihm das Bein kracht, worauf der arme Gustav gleich zu Boden wie ein Stein kracht, worauf der Vorstand ruft: Meine Herren, wir heißen Eintracht und dienen nur dem Sport, jedoch was sie hier treiben, grenzt schon an Mord. Gustav, der das Stuhlbein viel zu stumpf fand, sprach: Paula, gib mir schnell das Messer aus dem Strumpfband. Doch die Paula schreit: Der Kuckuck soll's holen, das hat mir wer beim Tanzen gestohlen. Aber weil der blasse Gustav niemals ehrlos war, hielt er stand, obwohl er wusste, er verliert. Und da er sich auch noch wehrte, als er wehrlos war, hat der Vorstand ihn dann holznarkotisiert. Oh! Paula schleppt ihn schließlich zu sich nach Haus und hat ihn kuriert. Doch nächste Woche zieht der blasse Gustav wieder reine Socken an, frisch gewaschen von Frau Schulz, bei der er wohnt. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, nimmt das Hemd aus Nylon, das er sonst so schont. Denn sein Sportverein, der Eintracht heißt, gibt wieder einen großen Ball.